Ihr braucht den LS. Ballen. Habt aber keine Lust, Ballen herzustellen? Dann ist das euer Moment. Ihr könnt Ballen kaufen. Alle möglichen. Man sieht das hier. Wir haben Gras, Heu, trockene Rundballen, grüne Rundballen und sogar Silageballen. Also alles kann man ganz normal kaufen. Hier im Shop unter Paletten. Sind sie kaufbar? Ja. Da. Kann man einfach kaufen. Zack. Komm. Man könnte sie mieten auch. Das ist noch ein bisschen Backcutter geschrieben. Das ist noch Beta-Funktion. Deswegen einfach das ignorieren. Kaufen. Okay. Und schon steht noch eine Fuhre Ballen hier. Und wie man hier sieht, habe ich es getestet. Man kann auch ganz normal in Mischwagen nützen. Das wollte ich ja unbedingt testen, ob das geht. Weil, ja, Ballen kaufen schön gut, aber wenn man sie nicht nützen kann, bringt mir auch nicht. Und man sieht, man kann sie aufheben. Natürlich ein bisschen schlecht, aber es geht. Und dann kann man sie hier einfach blups reinwerfen. Und der erkennt das ganz normal als Ballen 8000 drin. Jetzt ist die Frage, was schreibt er mir hier? Gar nichts. Okay, also passt gut. Das funktioniert. Man kauft sie einmalig und es funktioniert. Also wenn ihr keine Lust habt, auf Ballen zu machen und trotzdem Ballen braucht für eure Kühe oder sonst irgendwas, den Mod installieren. Man sieht hier, okay, er hat ein paar... Nee, hat er keine Fehler. Das schaut nur so aus, als wäre es ein Fehler, aber ist gar nicht. Schaut so komisch aus, weil es ja gekauft worden ist. So ein langer Pfad. Also, kein Fehler. Gut, das wollte ich jetzt nochmal betonen. Hat nur so ausgeschaut. Also der Mod ist echt cool. Man kann einfach kaufen. Geil, und sogar verwenden. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn man mal einen Ballmangel hat, kauft man ein bisschen nach. Gut, das war's eigentlich schon wieder, also ab in den Shop, kauft euch Ballen und wir sehen uns. Tschüss.